Die Wall Street heute mit einer Achterbahnfahrt. Bitcoin dagegen bleibt auf Talfahrt. Aber kommen wir zunächst mal zur Wall Street. Erst ging es rauf, dann ging es runter, dann ging es wieder rauf, dann ging es wieder runter und dann ging es wieder rauf. Also großartige Logik innerhalb der Märkte heute. Und das hatte auch mit einer gewissen Nervosität zu tun. Nämlich da war nicht nur die Nervosität vielleicht vor den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag, das meist erwartete Datum, Konjunkturdatum diesen Jahres, wie viele sagen, sondern es gab zahlreiche Ausfälle großer Webseiten, zum Beispiel Amazon, zum Beispiel Reddit und so weiter, und da sind die Futures, wie Sie hier sehen, den S&P Future deutlich abgesackt, dann aber wieder nach oben gegangen, schlichtweg, weil man sich gesagt hat, dieses Internet ist doch moderner Schnickschnack, völlig überschätzt, wird sich nie durchsetzen. Und aus dieser Haltung heraus sind dann die Märkte wieder nach oben gegangen, nachdem man festgestellt hat, ja, das ist doch alles überhaupt kein Problem, aber es war gefürchtet worden, es könnte sich hier um einen massiven Hackerangriff handeln. Das hat sich dann mehr oder weniger so ein bisschen erledigt. Fastly war der Ausfall oder der Ausfall von Fastly, diesem Content Delivery Network. Ich meine, das ist auch schon wieder so neumodisch. Also auf jeden Fall, bei denen hat irgendwas nicht funktioniert und deswegen hat das Internet teilweise nicht funktioniert, macht aber nichts, weil es geht ja auch ohne Internet heutzutage, und so sind die Märkte dann wieder nach oben gegangen mit dem 11. Gap, Aufwärtsgap beim S&P 500 in den letzten 13 Handelstagen. Es gibt da ja wunderbare Grafiken, die ich schon öfter gezeigt habe, dass wer praktisch zum Handelsschluss an der Wall Street kauft und dann zu Handelsbeginn am nächsten Tag wieder verkauft, deutlich besser fährt mit Gewinnen als derjenige, der zur Kassaeröffnung der Wall Street kauft und dann wieder verkaufte zum Kassaschluss. Also die Kursgewinne werden im Prinzip im europäischen Handel und im asiatischen Handel generiert, dann wird vorwiegend verwaltet, so wie heute eben nur mit einem Auf und Ab. Und insgesamt sehen wir jetzt hier den Market Risk Indicator der Bank of America. Die zeigt, dass die in den Optionen eingepreiste, implizit eingepreiste Erwartung derzeit jetzt wieder, erstmals wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau ist, also extrem niedrig. Das gilt sowohl für Equities, also für Aktien, als auch für Interest Rates, für Renditen, Zinsen, für die Währungen und für Rohstoffe. Man macht sich also überhaupt keine Sorgen, es kann nichts schief gehen, es hätte noch immer gut gegangen, diesmal wird es auch gut gehen. So scheint völlig klar. Dabei sind wir natürlich extrem günstig an den Aktienmärkten aufgestellt. Hier mal verschiedene Kategorien von Forward Price Earnings Ratio, also zukünftige Gewinnerwartung, und dazu gleich mehr. Da sind wir überall so ein bisschen im Extrembereich. Der einzige Bereich, der nicht wirklich im Extrembereich ist, ist nämlich das Verhältnis Aktien zu Anleihen. Klar, die sind noch teurer, noch absurder bewertet, den Notenbanken sei Dank. Staatsanleihen auf der einen Seite und Unternehmensanleihen auf der anderen Seite. Vor allem die Junk Bonds, zu denen wir gleich noch kommen. Und wir haben hier ja von Morgan Stanley, die haben jetzt kürzlich gesagt, also unser kombinierter Market Timing Indicator, der ist auf einem Allzeithoch. Das ist dann eher schlecht für die Aktienmärkte, zumindest aus Sicht von Morgan Stanley, weil das ein Verkaufssignal ist. Market Timing Indicator, das ist nicht so zu verstehen wahrscheinlich, dass jetzt in der nächsten Handelsstunde etwas passiert, aber übergeordnet, wer eine mittel- oder langfristige Erwartung hat, könnte vielleicht gewarnt sein zumindest. Ob es so eintritt, ist eine andere Geschichte, aber es ist so, dass eben derzeit eine gewisse Complacency nach wie vor herrscht. Wir haben es vorhin gesehen, da wird wenig Risiko derzeit eingepreist. Put-Call-Ratio nahe der Allzeit-Tiefs, Margin Debt, also die Hebelung, die sind schon extrem, und wir sehen das eben jetzt hier auch im Bereich der Unternehmensanleihen, und zwar der sogenannten CCC-Rated Bonds. Das sind so die allerschlechtesten Unternehmensanleihen, die es am Markt gibt, deren Bonität also extrem mies ist. Die werden aber im Leben gehalten durch die Fed, durch die Nullzinspolitik. Normalerweise würden diese Unternehmen wahrscheinlich schon pleite gegangen sein. Jetzt sind die Renditen auf den tiefsten Stand ever gefallen, den wir je erlebt haben. Das heißt, die Risikoprämien, die man in Kauf nimmt oder die man hier normalerweise als Investor einfordert, die sind so niedrig wie noch nie. Wird schon gut gehen, alles wird gut. Davon muss man fest überzeugt sein. Und jetzt ist aber das eine Thema, weswegen die Märkte vielleicht so jetzt zum Donnerstag hin ein bisschen nervöser werden, eben das Thema Inflation. Wir bekommen die Verbraucherpreise. Jetzt hat die
Fed aus St. Louis, überhaupt die beste Fed, was Datenmaterial betrifft. Fred ist das Kürzel, können Sie gerne mal bei Google eingeben, finden Sie fantastische Statistiken. Das Inflationsbarometer, der Inflationsindikator der Fed deutet darauf hin, dass wir mindestens in den nächsten 12 Monaten eine Inflation, eine Verbraucherpreissteigerung von 2,5% sehen werden. Und das wäre schon ein bisschen herb. Wir sehen hier vor allem auch, dass das wahrscheinlich ist in dem Unterschied zwischen den Verbraucherpreisen und den Erzeugerpreisen. Denn wir sehen, dass die Erzeugerpreise deutlich stärker gestiegen sind als die Verbraucherpreise. Das bedeutet, dass die Unternehmen höhere Kosten haben, als sie bisher an die Konsumenten weitergeben können. Und hier sieht man im Chart, dass das oft nicht so ein richtig gutes Zeichen war für die Märkte. Warum? Weil es darauf hindeutet, dass wir wahrscheinlich dann im zweiten Quartal eher schlechtere Margen sehen bei den Unternehmen. Also für die Berichtssaison, die ja dann jetzt im Juli beginnen wird, da könnte sich eben dieser Druck, der Kostendruck der Unternehmen, den sie nicht wirklich komplett weitergeben können, an die Konsumenten durchaus widerspiegeln. Und dann haben wir in Sachen Inflation heute interessante Daten bekommen. Arbeitsmarkt, Löhne, das ist ja ganz wichtig für Inflation. Und heute gab es die JOLTS, Job Openings. Das ist eine etwas weniger beachtete Kategorie aus dem Bereich Arbeitsmarkt als die Non-Farm Payrolls. Aber Insider gucken da sehr genau drauf. Und wir haben heute die Zahlen bekommen mit einem absoluten Rekord. Diese Daten gibt es seit dem Jahr 2000. Und wir hatten mehr als 9,2 Millionen Job Openings. Das sind also Jobs, die zur Verfügung stehen würden. Aber es scheint teilweise an Arbeitskräften zu fehlen, zumindest an qualifizierten Arbeitskräften zu fehlen. Rick Santelli hat auf CNBC gesagt, das ist unglaublich, diese Nummer ist huge. Da sagt er, das underscores that the economy is open for business in a huge way. Also die Wirtschaft brummt, aber es ist eben die Frage, kannst du diese Arbeitsplätze besetzen? Die Unternehmen müssen dann teilweise höhere Löhne bieten, teilweise, wenn eben Konkurrenz um qualifizierte Arbeitskräfte herrscht. Und das könnte diese Lohnpreisspirale dann deutlicher in Gang setzen. Und insgesamt sehen wir auch eine Lohnpreisspirale oder eher gesagt eine Preisspirale im Optionsbereich. Hier sehen wir mal die Optionsprämien, die ausgegeben wurden bei Tradern in verschiedenen Kategorien. AMC, diese Meme-Aktie, die heute auch ähnlich wie die Wall Street stark gestartet ist, dann aber etwas nachgelassen hat, führt ganz klar 11,6 Milliarden Dollar. Das ist mehr als für den Spider, den Triple Q und für Tesla zusammen. Spider, ja, das maßgebliche ETF auf den S&P 500, Triple Q, das maßgebliche ETF auf den Nasdaq 100 und Tesla normal immer mit unter den am meisten gehandelten Aktien, was das Volumen betrifft. Also wir sehen, was da los ist. Selbst BlackBerry, eigentlich relativ unbedeutend inzwischen, kommt hier auf gut eine Milliarde und liegt damit noch vor Apple. Das zeigt so ein bisschen den Wahnsinn, der derzeit der Fall ist. Man weicht auf diese Meme-Aktien aus, das Volumen insgesamt sonst an der Wall Street eher dünn wieder. Und Charles Gasparino, der vor allem bekannt ist als Finanzjournalist bei Fox, der hat gesagt, okay, wenn ihr mal genauer hinschauen würdet, liebe Fed, dann wüsstet ihr, dass diese ganze Manie, dieser ganze Wahnsinn, der da passiert mit solchen Aktien wie AMC oder GameStop, das ist letztendlich die Folge des Gelddruckens der Notenbanken. Die Flut hebt alle Boote und manche Boote sind halt so durchgeschossen, dass sie trotzdem irgendwie noch oben schwimmen, obwohl die Löcher wirklich groß sind. Was haben wir noch? Inflation, das ist ja eigentlich die Steuer für den kleinen Mann, kann man sagen, denn die leiden am meisten unter dieser Steuer. Heute gab es eine Veröffentlichung der Steuersätze, die die großen Milliardäre in den USA zahlen, etwa Warren Buffett oder Elon Musk, wie sie alle heißen. Das ist teilweise marginal, da wird fast überhaupt keine Steuer gezahlt. Das kann man eben so wunderbar hintunen. Aber die Inflation ist im Prinzip die Steuer des kleinen Mannes und die scheint jetzt anzuziehen. Das wird bedeuten, dass für viele diese Erholung nicht so wirklich stattfindet, denn die sind eben nicht so qualifiziert, dass sie höhere Löhne automatisch fordern können. Die werden dann weitere Wohlstandsverluste erleiden müssen. Das wird wiederum die Spaltung der Gesellschaft vertiefen. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir uns ganz haarscharf annähern an den maximalen Schuldenstand
In der Relation zum BIP aus dem Zweiten Weltkrieg, damals, so Lance Roberts, haben wir wenigstens Waffen produziert. Ja, das war volkswirtschaftlich. Ist das produktiv? So absurd es klingt, es ist eigentlich auch absurd, während wir jetzt eben diese Gelder, diese Schuldenaufnahme vor allem für soziale Wohltaten gemacht haben, ist mir persönlich lieber, als damit Waffen zu produzieren. Aber volkswirtschaftlich gilt das als unproduktiv, während Waffenproduktion als produktiv gilt. Müsste man vielleicht mal drüber nachdenken. Aber es zeigt, wie hoch die Welt jetzt verschuldet ist. Und es geht immer weiter. Die Notenbankbilanzen, die steigen schlichtweg weiter. Und wir haben abschließend jetzt eben diese ganze Geschichte mit Bitcoin. Die Notenbanken, die großen Notenbanken, haben seit einem Jahr 10 Billionen an Bilanzsumme hinzugefügt, also Bank of Japan, Fed, EZB, wie sie alle heißen. Jetzt ist im Kryptobereich seit April 1 Billion Dollar an Vermögen wieder geschwunden oder verschwunden, genauer gesagt. Das ist schon sehr, sehr viel. Da ist also Wohlstand vernichtet worden, kann man sagen. MicroStrategy, dieses Unternehmen, das jetzt eine Anleihe begeben will, um dadurch Bitcoins kaufen zu können. Man nimmt also Schulden auf, um dafür Bitcoin zu kaufen. Und die Nachfrage nach dieser Anleihe scheint so groß zu sein und das Vertrauen, der Glaube an die Wiederauferstehung des Bitcoin-Kurses bei MicroStrategy so groß zu sein, dass man jetzt die Summe von 400 auf 5 Millionen Dollar angehoben hat. Mal sehen, ob es hilft, diese Wohlstandsverluste wieder zu kompensieren. Wir sehen auch, dass das Transaktionsvolumen auf einem 3-Jahres-Tief ist jetzt in Sachen Bitcoin und Konsorten. Also da haben sich einige die Finger verbrannt und es werden sich wahrscheinlich auch viele die Finger verbrennen an AMC und GameStop. Und alles, was die Fed tun müsste, wäre, diesen Wahnsinn zu beenden. Wir sind in einer brummenden Wirtschaft, vor allem in den USA. Wir werden am Donnerstag wahrscheinlich eine herbe Inflationskennzahl sehen. Und die Fed sagt, naja, noch sind wir nicht so weit, wir brauchen substanziellen Fortschritt. Was substanzieller Fortschritt ist, das wird uns leider nicht erzählt. Und so geht das Ganze immer weiter, bis es nicht mehr weitergeht. Es hätte noch immer Jod gegangen. Und insgesamt sollten wir die Sache doch mit Humor sehen und sagen, es ist doch nur ein Spiel. Es ist das unterhaltsamste Spiel der Welt, greatest show on earth, könnte man sagen. Jetzt wünsche ich einen hoffentlich sonnigen und entspannten Feierabend und sage Servus und Ciao.